Moin Leute! Unsere Aufgabe am heutigen Tag ist es einfach nur zu überleben. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, wir spielen Minecraft, aber alle Mobs und auch Tiere explodieren. Also so wurde es mir zumindest versprochen. Warte mal, hier links ist so ein kleines Süßes. Ein kleines Süßes. Es tut mir leid, ich bin heute ein bisschen... Ich bin ein bisschen verschallert. Bisschen müde. Hallo? Mr. Huhn? Nein. Nein. Mr. Huhn? Warum rennst du einfach so auf mich zu? Das hast du doch sonst nie gemacht. Okay, ich glaube, das Huhn versucht mich umzubringen. Na, da ist noch sein anderer Huhnfreund. Bist du so einer, Mr. Huhn? Ach, guck mal, der versucht wirklich... Oh, ich dachte, der springt jetzt hier gleich hoch. So, warte mal, wir brauchen was, um uns zumindest ansatzweise zu verteidigen. Oh nein, das bedeutet doch auch, dass Schweine versuchen, uns umzubringen. Oh, Edgar würde sowas nie tun. Oder Edgar? So, noch eine Spitzhacke. Dann lass uns mal schnell weg von hier. Denn, wenn die wirklich explodieren, dann können die mich one-shotten. Da vorne ist ein Ertrunkener. Ja, okay. Explodiert der Ertrunkene auch? Moin. Ja, warte mal, im Wasser bin ich doch ein bisschen safe. Es geht. Okay, er ist einfach explodiert. Ja, aber wie ich brauche Essen, Mr. Rind. Ja, du kommst auch einfach auf mich zugelaufen. Okay, das Smarte war, dass wir das jetzt im Wasser gemacht haben. An Land wären wir down gewesen. Gut, dann lass uns da vorne, wir brauchen Rüstung. Das ist wirklich extremst wichtig, weil aktuell sind wir One-Shot. Okay, bisschen umgucken. Ich habe echt keine Lust, jetzt überrascht zu werden. Warte mal, das ist doch... Andi, Junge. Nee, ich will keinen Andesit. Okay, hier oben. Da rechts ist ein Huhn. Gott, die Nacht könnte richtig problematisch werden. So, lasst uns mal vielleicht, falls hier oben irgendwo Eisen ist, was freigelegt wurde. Das wäre natürlich 10 von 10. Da sehe ich Kohle. Ah, hier ist eigentlich ein guter Spot. Weil ich will eigentlich ungerne in eine Höhle. Weil da ist es einfach viel zu eng. So, ich mache jetzt hier erstmal neue Spitzhacke. Neues Schwert und noch eine kleine Holzaxt. Dann können wir nämlich den hier schnell abbauen. Hallo? Nein, ihr Pferde auch? Ich hätte mir vorstellen können, dass es doch ein paar Mobs gibt, die ein bisschen friedlicher sind. Aber nee. Die wollen alle zu uns hin, sich in die Luft sprengen und GG. Alter, Baby-Zombies. Die sind die Ultimativen. Also jetzt mal ernsthaft. Die sind super schnell, die sprinten an uns ran und sprengen sich in die Luft. Ich schaff's nicht mal ein Bett. Das Schaf hat sich doch in der Zwischenzeit in die Luft gejagt. Wie kriege ich denn Wolle? Na toll. Ja, Herr. So schnell komme ich. Oh, da ist Eisen. Das ist ganz gut, aber ich hoffe. Na? Schaf, jetzt mach nicht diesen. Okay. Okay, das war mies. Das war schon ein chilliger Trick. Da vorne ist Lava. Wir haben zumindest schon mal ein Eisen. Und wir leben. Da vorne ist ein Schwein. Vielleicht haben wir ja Glück und Schweine wollen nix. Oh, die Fische. Auch gefährlich. Hi. Hallo, Edgar. Nein. Guck mal. Der ist gerade... Guck mal. Habt ihr das gesehen, diese Animation? Der ist kurzzeitig ein bisschen größer geworden. Okay, das bringt nichts. Oh, warte. Können wir hier vielleicht runtertauchen? Alter, Eisen. Nice one. Dauert zwar unfassbar lange. Ja, aber warte, wir können das ja von hier oben machen. Easy. Oh ja, wichtig und richtig. Edgar, da vorne steht er. Er sucht uns. Glaubt ihr, die Fische explodieren auch? Eigentlich würde ich sagen, ja. Weil warum sollten sie das nicht tun? Okay. 10 Eisen. Das bedeutet, wir hätten schon mal eine Brustplatte. Brauchen wir noch mal ein bisschen was für einen Ofen? Da vorne sind Fische. Die müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Lass uns mal hier hochgehen. Okay, sieht gut aus. Dann hole ich mir hier gleich ein bisschen Holz. Dann haben wir hier auch Brennstoff. Da vorne sind wieder... Krass, man muss echt ordentlich aufpassen. Selbst der Tag ist jetzt richtig gefährlich. Oh, und da sind auch Ertrunkene. Lass uns mal hier hochgehen. Dann haben wir so ein bisschen... Haben wir den High Ground. Ja, das ist gut. Dann hätte ich ganz gern einmal einen Ofen. Hätte ich gerne ein bisschen Holz und das Eisen. So, dann können wir hier erstmal chillen. Da vorne ist natürlich auch ordentlich Kohle.
Aber Eisen interessiert mich eigentlich mehr. Aber hier ist nix. Nix offen, nix freigelegt. Hauptsächlich nur Kohle. Na, dann lass uns kurz warten. Oh nein. Die Sonne geht unter. Das ist überhaupt nicht cool. Wir könnten in eine Höhle gehen. Aber dazu bräuchte ich auf jeden Fall mehr Kohle. Wenn, ich glaube, wir gehen mehr in die Richtung. Das sieht sympathischer aus. Da hinten ist Eis. Da finden wir erst recht kein Eisen. So, komm, drei noch. Ich muss mal kurz Zähne putzen. Palettos. Ja, ich muss mal kurz Zähne putzen. Alles klar. Ich wollte sagen, ich muss mal schnell Nase putzen. Zähne putzen muss ich vermutlich auch. So, Brustplatte. Komm her, Junge. Sehr geil. So, wir können schon mal alles wieder ein bisschen abbauen. Zack. Du bist auch fertig. Ja, dann lasst uns ja hier vorne runter. Wupp. Au. Da hinten sind ein paar Zombies. Schafe, Rinder. Okay, die Frage ist, was macht ein Creeper? Explodiert der doppelt? Der macht wahrscheinlich eine Mega-Explosion. Oh ja, hier ist gut. Hier ist schön offen. Hier gefällt mir das. Okay, da oben wäre ein bisschen cool. Ah, das ist auch eine Spinne. Aber egal, eine Spinne soll ich doch easy wegracken können. Guten Tag, Mr. Spinne. Oh, vorsichtig, die explodiert euch. Alter, ich dachte, okay, die kann ich einfach wegschlagen. Nee, nee. Die wäre direkt über meinem Kopf einfach exploded. Und dann bringt mir das auch nichts. Okay, hier ist zumindest einmal ein bisschen Kohle. Das reicht ja schon für Fuggles. Oh ja. Oh, lecker Schmecker. Ja, aber wie kommen wir an Essen? Das könnte das ganz große Problem heute sein. Weil, soweit ich das verstanden habe, droppen die Tiere nichts. Also wenn die sich in die Luft jagen, dann... Ja, war's das. Ich könnte wirklich testen, ob die Fische essbar sind. Oder ob die auch einfach exploden. Aber erstmal gehen wir hier vorne noch rum. Weil ich habe noch so den leisen Verdacht, dass hier vielleicht doch nochmal ein bisschen Eisen sein könnte. Weil das wäre schon geil. Ja toll, ich regge jetzt auch nicht mehr. Ah, Mist. Moin. Ja, was soll ich essen? Okay, wir gucken, ob wir den Lachs essen können. Weil hier vorne im Wasser ist auf jeden Fall was. Bitte, Fischies. Bitte. Nein. Da vorne ist der ultimative Endgegner. Explodiert ihr? Ja, ihr explodiert. Okay, alles klar. Es explodiert wirklich alles. Alles, was lebendig ist. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie soll ich denn leben? So, gib mir mal ordentlich Fuggles. Ja, die würde ich gern essen. Ich könnte mir Äpfel... Aber das ist ja keine Lösung. Ich werde einfach verhungern. Es sei denn, ich finde ein Dorf. Ein Dorf zu finden wäre jetzt wirklich das A und O. Und ich meine, ich bin ja hier in einem guten Biom, oder nicht? Aua, das war doof. Nicht mich abschießen. Aua. Da hinten ist Lava. Das kann uns aber relativ egal sein. Oder ist das ein Dorfidorf? Aua. Fallschaden ist gerade das, was wir unfassbar vermeiden müssen. Weil ich am Verhungern bin. Na, hier ist einfach nur Lava. Nein. Das wird mein Ende. Wie komme ich an Essen? Bitte. Ich brauche nur ein Dorf. Aber auf dem Meer könnte ich doch erstmal sicher sein. Okay, weil gleich kann ich nicht mehr sprinten. Einfach nur ein Dorf. Das würde mir... Oh, ich kann nicht mehr... Okay. Ich kann nicht mehr sprinten. Eine Hexe. Bringt nichts. Zuckerrohr. Alter, ich habe mehr Glück als Verstand. Danke, liebes Spiel. Danke, danke, danke. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir an denen... Nein. Wir gehen übers Wasser. Ich hoffe mal, dass die Squids uns nicht... attackieren. Ich muss nur ins Dorf. Im Dorf bin ich sicher. Nein. Genau, Spinny. Geh ins Wasser. Ja. Let's go. Aber egal. Wir versuchen jetzt erstmal zu schlafen. Hier irgendwo ein Bett finden. Ich glaube, hier gibt es keins. Das hier sieht gut aus. Nee. Da ist ein Bett drin. Habt ihr schon ein Feld gesehen? Oh nein. Nein! Geh weg. Geh weg. Der will mich auch umbringen. Oh! Alter. Okay, alles gut. Alles gut. Wir gehen jetzt einfach nur ins Bett schlafen. Es wurde jetzt zwar alles... Mann. Egal, Hauptsache erstmal wieder Tag. Nein. Nein, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab dir nichts. Hört auf. Nein, ihr auch. Alles will mich. Nein. Lass mich. Warum habt ihr nichts zu fressen hier? Die haben nix.
Ich dachte, ihr seid meine Rettung. Okay, hier ist eine Kiste. Oh ja. Gib her. Eisenschwert, bisschen Gold. Okay, zumindest ein bisschen weitere Rüstung. Das hier zum Verteidigen. Sehr nice. Brudi, du bist doch korrekt, oder? Ja, ja. Ist hier irgendwas? Aber hier ist nichts drin, was ich essen könnte. Ey, ich habe das Glück. Finde ein Dorf. Und die Faulen hier, die haben nicht mal was zu futtern. Nix. Nein! Paluten wurde durch Dorfbewohner in die Luft gesprengt. Ach komm! Aber nur gut, Leute. Ich würde sagen, das war eine ziemlich nice Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst super gerne ein Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos von mir, der Team Paluten-Kanal. Da kommen auch täglich neue Videos von mir. Schaut auch gerne auf paluten.shop, falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Einen kleinen Mini-Edgar. Schaut dort gerne mal vorbei. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao!